Urlaub mit dem Autozug der Bahn. Das ist Urlaub von Anfang an. Kein Stau auf dem Weg nach München. Umweltverträglich und einfach praktisch. Das ist das Bequemste überhaupt, wenn Sie so ein Auto hier abends auf den Autozug stellen und steigen in den Zug ein. Schienenverkehr und Auto zusammen. Toll. Doch die Bahn hat ihr Konzept Autozug weiterentwickelt zu Auto und Zug. Jetzt werden die Autos zwar immer noch transportiert, aber, und das ist neu, auf der Straße. Der Unterschied zwischen dem neuen Konzept Auto und Zug und dem klassischen Autoreisezugkonzept ist, dass Auto und Passagiere bei diesem neuen Pilotprojekt getrennt unterwegs sind. Jetzt fahren nur noch die Passagiere im Zug. Und das Schönste, der Zug mit ihnen und der LKW mit den Autos treffen nach ihrer getrennten Fahrt auch an getrennten Orten ein. Um ihren Wagen abzuholen, müssen die Fahrgäste noch mal einen kleinen Extraweg vom Hauptbahnhof zum Ostbahnhof zurücklegen. Und auch bei der Autoabgabe in Berlin-Wannsee nimmt kein Zug die Passagiere mit, sondern... Dann muss ich wieder in die Stadt fahren zum Hauptbahnhof. Mit der S-Bahn, also da irgendwo unten durch. Und dann komme ich wieder vorbei, dies. Oder aber ich nehme den Nachtzug. Genau, nur beim Nachtzug fahren Passagiere und Autos vom gleichen Ort ab. Und kommen auch beide in München am gleichen Ort an. Diesmal allerdings nicht zur gleichen Zeit. Die getrennte Verladung hat dann zur Folge, dass der Passagier, wenn er zeitgleich mit dem Nachtzug losfährt, etwas eher am Zielort ist und dann noch etwas warten muss, bis der Auto und Transport dann ebenfalls am Zielort eingetroffen ist. Und diese Wartezeit kann die Bahn doch prima für eine Umfrage nutzen. Wir sammeln jetzt erste Erfahrungen, natürlich auch mit den Kunden, die wir intensiv befragen, ob denn dieses neue Konzept vom Kunden auch angenommen wird. Also habe ich gedacht, die sind bekloppt. Nein. Ich finde, das ist eine Katastrophe. Und ich werde wahrscheinlich das nur einmal machen. Ein super Konzept, dieser Autozug ohne Zug. Was wäre denn die Alternative? Dann hänge ich meinen Hänger an und schleppe mein Auto alleine.